Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video geht an alle, die einen N52 oder einen N53 Motor fahren, denn seit längerer Zeit ist das Mobil 1 040 New Life vom Markt und jetzt mittlerweile sind die Bestände so knapp, dass es eigentlich unmöglich ist, da noch irgendwelche alten Reserven irgendwie aufzukaufen und sowas. Und jeder, der aktuell oder in nächster Zeit einen Ölwechsel machen möchte, steht auf jeden Fall vor der Frage, was ist das nächste Öl, das nächste gute Öl, das ich in meinem Motor tun kann und verwenden kann. Und das ist jetzt das Video und der Inhalt des Videos. Ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe mich da ein bisschen hintergeklemmt, ein bisschen recherchiert und nehme euch da mal ein bisschen mit auf die Reise und präsentiere euch dann die Entscheidungen, die ich so treffen würde. Genau, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ist es so, dass das New Life vom Markt ist und es hat einen Nachfolger bekommen. Der Nachfolger ist sehr darauf konzipiert worden und entwickelt worden, ein Spritsparöl zu sein und sonstige Geschichten. Was ich einfach weiß, und das ist das Wichtige für uns alle, ist dieses neue, der Nachfolger von dem Öl ist, sag ich mal, ein minderwertigeres Öl für unseren Motor. Ich sage jetzt nicht, dass es generell Scheißöl ist, aber es ist einfach nicht so geeignet für unseren Motor. Es hat auch gar keine BMW-Freigaben mehr, also gar keine Spezifikationen mehr von LL01 oder LL04. Die beiden erfüllt er jedenfalls nicht. Und das wirft natürlich die Frage auf, welches Öl man als nächstes verwendet. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Vorweg würde ich sagen, in diesem Video mache ich jetzt gar kein großes Ölthema, wofür welche Buchstaben stehen, wofür was steht, was die Viskosität ist, was der VI ist, Purpoint und alles mögliche, was damit in Verbindung ist. Es gibt einen Haufen Links, die droppe ich einfach mal in die Beschreibung rein, da könnt ihr euch selber mal ein bisschen belesen. Ansonsten gibt es einen Haufen Videos von JP, Simon Motorsport, Vollers Kanal und sonst anderen YouTubern, wo man sich selbst belesen kann. Das ist jetzt irgendwie nicht der Sinn meiner Sache. Ich wollte euch einfach mal kurz auf die Schnelle helfen und erklären, welches Öl ihr am besten für eure zukünftigen Ölwechsel nehmen könnt und solltet. Grundsätzlich ist gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr ein Öl nimmt, was die Spezifikation LL01 hat. Da steht auch sogar im BMW in eurem Bordbuch drin, dass das LL01 Öl bevorzugt ist. Das LL04 hat einen höheren Aschegehalt und ist so konzipiert für die Dieselmotoren, die alle einen Dieselpartikelfilter haben. Also es ist von der Qualität ein bisschen schlechter als das LL01. Kann man verwenden, aber wie gesagt, bevorzugt, sagt selbst das BMW-Bordbuch, ist LL01. Theoretisch könnt ihr euch jedes Öl reinhauen, das diese LL01-Spezifikation erfüllt. Von daher ist der Rest eigentlich eine Art Vorliebe. Trotzdem gibt es, würde ich mal sagen, in jedem verschiedenen Öl unterschiedliche Additivpakete, die verwendet worden sind, oder unterschiedliche Grundöle, die verwendet worden sind, die trotzdem Unterschiede in den jeweiligen Ölen hervorrufen. Ich habe mich in einem Forum sehr intensiv damit beschäftigt, und zwar das Forum nennt sich oil-club.de. Ich mache auch einen Link in die Beschreibung. Die Beschreibung wird, glaube ich, dieses Mal ziemlich voll sein mit Informationen. Trotzdem gebe ich euch am Ende einen Tipp, was ihr am besten euch bestellen könnt und damit auf jeden Fall, ohne großes in die Thematik einzusteigen, auf jeden Fall auf der sicheren Seite seid und mit gutem Gewissen weiterhin ein gutes Öl fahren könnt. Des Weiteren habe ich mich auch mit vielen Leuten ausgetauscht aus unserer Community. Es gab sogar eine Umfrage in unserer Facebook-Gruppe, wer welches Öl fährt, was er jetzt fährt, welche Viskosität er hat. Und grundsätzlich würde ich folgende Sachen vorweg definieren, die ich als sehr bedeutend für die N52, N53 Motoren finde, sind auf jeden Fall Spezifikationen von LL01 zu wählen und kein irgendwas W30 Öl, also kein 30er Öl. Die Begründung dafür ist, dass wir einen Motor haben, der auf jeden Fall auch hochdreht. An die 7000 Umdrehungen geht das Ding, es sei ein zweiter, dritter, vierter Gang, überdreht er sogar, da geht deutlich mehr als 7100, also da dreht er auf jeden Fall ein bisschen mehr hoch. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr einen Schalter habt. Da ist es auf jeden Fall so, der Öl und die Öltemperatur wird auf jeden Fall auch ein Stück heißer. Und wenn ihr dann ein 40er Öl habt, seid ihr auf jeden Fall besser bedient, weil wie sagt man das denn jetzt? Also bei dem 40er Öl ist die Öltemperatur höher, an dem der Ölfilm abreißen kann, als bei einem 30er Öl. Und weil ihr auch wahrscheinlich gerne mal schnell unterwegs seid oder auf der Rennstrecke unterwegs seid vielleicht oder auf der Autobahn gerne mal ein bisschen Dampf gibt, dann seid ihr mit dem W40, also mit dem 40er Öl auf der sicheren Seite. Ansonsten, ja, Diskussion ob 5W oder 0W, sagen wir so dahingestellt, ist, glaube ich, egal. Und was ich auch sagen kann, es ist egal, ob ihr von 5W30 auf 0W40 oder 5W40 umölt. Ob jetzt ein 10W50 oder sowas in der Richtung Sinn macht, wage ich mal zu bezweifeln für die meisten.
Soweit ich weiß, gibt es auch kein offiziell zugelassenes Öl mit der Spezifikation LL01 für den Motor, aber das weiß ich gerade gar nicht. Und ja, jetzt kommen wir zum Ergebnis. Und zwar, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ein sehr bekanntes und eher ein sehr beliebtes Öl ist das, und was auch von schon einigen Leuten gefahren wird, auch mit seit längerer Zeit und auch mit sehr guter Erfahrung, ist das Motul 8100X-CESS, also CESS, als 5W40. Und Motul hat noch ein weiteres Öl als 0W40er, und zwar ist das das 0W40 Motul Max 0W40, heißt es, glaube ich. Das sind auf jeden Fall zwei Öle, die man verwenden kann. Dieses Additivpaket, was Motul verwendet, ist laut meiner Recherche und laut meinen Informationen ziemlich nah an dem dran, was das Mobil 1 New Life angeht, und soll ziemlich gut sein. Ansonsten, und das ist ein Punkt, der mich eigentlich nervt, aber ich will ihn euch erklären, und zwar ist es das Rowe-Öl. So, und das Rowe, ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwie Super Sync, bla bla, 0W40. Was ich jetzt sagen muss, ist wirklich so, am Anfang, ich habe mir überlegt, ob ich das überhaupt sage, weil es mich nervt, weil seitdem JP da dieses Interview gemacht hat und diese Rundgang in dem Rowe-Ölwerk, ist es so, dass fast jeder Hans-Franz sagt, ja, das ist gut, weil sie einmal gesehen haben, wie es in den Kulissen ausgeht, die haben gesehen, wie viel Arbeit in der Entwicklung von einem Öl steht, und das kriegt man natürlich so nicht mit, und das baut natürlich eine extrem große Markenbindung auf, und viele Leute plappern einfach nur das nach, was sie so mitbekommen. Dazu will ich nicht gehören, denn ich bilde mir immer meine eigene Meinung und laber nicht einfach das nach, was ich mitbekomme. Dennoch muss ich sagen, laut meinen Recherchen, also ganz wichtig, das Rowe-Öl hat keine offizielle BMW LL01 oder LL04 Freigabe, also die Long Life 01 oder 04 Freigabe, hat es nicht. Da steht nur Spezifikation gemäß nach EU-Label, bla, recht sonst was. Das heißt, die Freigabe ist jetzt nicht offiziell vom BMW erteilt worden, aber sie schmücken sich damit, dass das Öl die Freigabe bekommen hätte, würde, könnte, müsste, aber sie offiziell nicht hat, weil wegen Kostenersparnis oder sowas. Dennoch habe ich ein bisschen die Datenblätter von dem Mobil 1 und dem Rowe-Öl verglichen, und die liegen auch ziemlich nah beieinander. Was mir aufgefallen ist und was auch immer wieder gesagt wird, ist, dass das Rowe-Öl einen ziemlich hohen Aschegehalt hat. Das hat auch Markus bestätigt, das ist der aus dem Video, der keinen Cut mehr drin hat. Er hat das Öl auch mal ausprobiert und drin gehabt, und der hat gesagt, der aus dem Auspuff hat es extrem stark nach Öl und verbrannten Öl gestunken, und das war ein sehr unangenehmer Geruch, was aus den Abgasen rauskam, weil die Cuts einfach nicht mehr was gefiltert haben. Hat deswegen das auch relativ kurzzeitig gefahren und rausgeschmissen und gegen ein anderes Öl getauscht. Was er aktuell fährt, weiß ich nicht, denn ich glaube, der hat im halben Jahr 5 Ölwechsel gemacht oder so. Weiß ich nicht. Ein weiteres Öl, was auch noch immer wieder genannt wurde, ist das von Ravenol, ein Öl. Das werde ich irgendwie alles mal hier einblenden und zeigen. Das sind so die drei Öle. Ansonsten gibt es noch ein Adinol-Öl. Das sind so die vier Öle, die... Genau, drei. Das sind die vier Öle, die am meisten vorgeschlagen werden, die aber auch von den meisten Leuten gefahren werden, die auch selbst von dem Oil-Club empfohlen worden sind und wo ich auch die Datenblätter mir angeschaut habe und ich die eigentlich ziemlich gut fand von dem, was sie können, und die Analysedaten des Öls hat mir auch ganz gut gefallen. So, wie gesagt, ist ein bisschen länger das Video, musste kurz mal hier Pause machen und weiter recorden. Genau, das ist so das Öl, was auch noch dazu gehört in die Favoritenliste. Das sind eigentlich 5 Öle, weil ich habe 2 von Motul genannt. Auf jeden Fall könnt ihr grundsätzlich nochmal sagen, das sage ich nochmal an alle, jedes Öl mit der Spezifikation Long Life 01, Long Life 04, bevorzugt aber Long Life 01, könnt ihr in euren Wagen reinschütten. Ihr könnt auch ein 5W30 oder 0W30 reinhauen, wenn die Spezifikationen erfüllt sind. Empfehlen würde ich aber in jedem Fall ein irgendwas W, also irgendwas W für und dann die Sommer, also irgendwas 40er mindestens reinzunehmen. Also 0W40, 5W40, das habe ich auch eben auch erklärt, warum. Das ist aber die Zusammenfassung. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich euch nenne, ist, nutzt die Longlife-Eigenschaften des 30.000 Kilometers für die Ölalter oder so, nutzt es nicht aus. Und am besten, wenn ihr eurem Motor was Gutes tut, was ihr wahrscheinlich alle tun wollt, wechselt das Öl nach der Hälfte der Laufzeit, also alle 15.000 Kilometer spätestens, und oder alle
zwei Jahre nicht, sondern jedes Jahr. Also das ist den Intervall, den ich aktuell fahre. Ich fahre aktuell nicht mehr als 15.000 im Jahr, deswegen passt es. Ich habe gerade 12.000 runter und vor ungefähr einem Jahr habe ich den letzten Ölwechsel gemacht. Das war im März und ja, mir kribbelt schon in den Finger, dass ich den nächsten Ölwechsel mal fertig mache. Ich persönlich habe mir als nächstes und als Nachfolger Öl das Motul 5W40 Excess bestellt. Und zwar, ich traue dem Öl, das ist, warum habe ich mich dafür entschieden? Ich habe von mehreren Leuten gehört, dass es ein sehr gutes Öl ist. Ich habe die Daten verglichen. Das ist ziemlich nah an dem Mobil 1 dran, was mir auch sehr wichtig war. Ich fand das ganze Additivpaket, was ich da und drin gesehen habe, also laut Datenblatt fand ich das ganz gut. Ich habe mit mehreren Leuten mich kurzgeschlossen aus der N52, N53 Gang oder mit Leuten, die den gleichen Motor haben, die gesagt, das Öl ist sehr gut, das hat auch einen ziemlich guten Ruf und ist verhältnismäßig relativ günstig. Ich habe das tatsächlich, das Mobil 1 habe ich immer gekauft, das New Life immer für 38 bis 45 Euro so um den Dreh hat sich das immer bewegt und das war jetzt gerade im Angebot, das Motul für 25 Euro für 5 Liter. Also ein gutes Öl muss nicht immer günstig sein, denn die Erfahrungswerte von ziemlich vielen Usern war durchaus positiv. Da habe ich mir 10 Liter bestellt. Ich habe aber allerdings noch 10 Liter New Life zu Hause. Das werde ich aber jetzt für den nächsten Ölwechsel, der bei mir ansteht. Und der steht, ja, ich denke mal im Februar oder so werde ich den machen. Vielleicht auch schon früher, vielleicht auch schon im Januar. Aber demnächst werde ich auf jeden Fall den nächsten Ölwechsel machen. Ja, das war es soweit. Ansonsten, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und ein bisschen da das ganze Thema erleichtern. Und ihr sagt einfach auch, ja, das klingt ganz sinnvoll, was hier Marc erzählt. Und das mache ich mal. Ansonsten würde mich sonst interessieren, welches Öl nutzt ihr? Warum nutzt ihr es? Was hat euch dazu bewegt, das benutzen? Wie ist eure Erfahrung damit? Dann, es gibt noch viel weitere Aspekte, die habe ich hier noch gar nicht genannt. Die schiebe ich jetzt einfach mal ein. Ihr kennt das ja immer, dass ich ein Video beende und danach noch eine Stunde lang weiterlaber. Das mache ich auch jetzt wieder. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die auch noch wirklich ein entscheidender Faktor auf die Wahl des Öls oder die Wahl des Öls beeinflusst. Und zwar ist das einmal, fahrt ihr viel Kurzstrecke, fahrt ihr Rennstrecke, fahrt ihr viel Autobahn? Wie steht euer Auto im Winter? Ist es irgendwie draußen stehen? Steht es in einer beheizten Garage? Wie meint es jetzt endlich? Oder wie ist euer Fahrprofil? Und hat sich durch das Ölwechseln, weil das gibt welche, die haben einen 5W drin gehabt oder einen 5W, also einen 5W30 oder einen 5W40 oder irgendein anderes Öl, was ein bisschen schlechter war als andere, wo dann das Hydrostöße-Klackern aufgetreten ist, wo das Mobil 1 New Life 0W40 sehr gut geholfen hat. Auf der anderen Seite weiß ich von mehreren Leuten, dass das 5W40 Motul Hydrostöße-Klackern entgegenwirken soll. So, wie verlässlich das Ganze ist, wie gesagt, ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer, das sind so die, ich gebe euch das alles nach bestem Wissen und Gewissen und Recherche wieder. Und das ist die Erfahrung, die ich mit den ganzen oder mit vielen Leuten habe und auch meiner Meinung nach sehr, sehr verlässlich sind, weil es sind alles ein bisschen Freaks, die Leute, also alle ein bisschen, wie gesagt, alle sehr fanatisch in ihren Motor und verliebt in ihren Motor und wollen ihm irgendwas Gutes tun, deswegen würde ich mal sagen, da haben sich ein paar mehr Leute mit beschäftigt und ausgetauscht und ja, wenn ihr jetzt irgendein anderes Öl holt, was ich jetzt nicht aufgezählt habe, schrottet ihr trotzdem nicht euren Motor. Es ist irgendwie auch, glaube ich, eine Art immer Glaubensfrage, eine Glaubenssache oder eine persönliche Vorliebe oder wo man eine bessere Markenbindung hat oder irgendwas, was man selber irgendwie dazu einschätzt. Man kann das Ölthema natürlich auch extrem stark durchdenken und durchanalysieren und im Endeffekt weiß ich ja auch, dass es bestimmt Leute gibt, die fahren 330i oder also haben N52 Motor und lassen einfach irgendein Öl sich reinpacken, fahren mit 300.000 Kilometer und es geht auch alles gut. Von daher ist das immer mit Vorsicht zu genießen, ob man da so viel Aufwand betreibt oder nicht. Ich glaube, ich betreibe schon genug Aufwand, aber das ist mir völlig egal, weil irgendwie das für mich persönlich was Wichtiges ist. Macht euch nicht verrückt mit den Ölen, die ich euch vorgeschlagen habe, fahrt ihr auf jeden Fall sicher. Und habt was Gutes in eurem Motor und was Gutes reingetan. Am wichtigsten ist es eigentlich eher, bevor ihr stundenlang überlegt, welches Öl ihr nehmt, verkürzt einfach die Intervalle. Also einmal im Jahr oder alle 15.000 Kilometer oder alle 10.000 Kilometer, wenn ihr noch extremer sein wollt, das Öl raushauen und austauschen, dann ist es eigentlich fast egal, was ihr reinmacht. Denn der entscheidende Faktor ist immer noch, durch die ständige Aufhitzung, Abkühlung und durch die längere Zeit, also über ein Jahr und abkühlen, aufkühlen, heiß, kalt, hin und her, verbrauchen sich immer mehr die Additivpakete im Öl und desto schlechter sind die ganzen Eigenschaften des Öls. Deswegen macht man überhaupt den Ölwechsel, aber ich glaube, das wusstet ihr. Also mit denen, die ich euch vorgeschlagen habe, fahrt ihr gut,
könnte ich irgendwas anderes reinkippen, auf jeden Fall mit der LL01 Freigabe. LL04 geht auch, wie gesagt, bevorzugt 01. Und ja, verkürzt eure Intervalle, das ist glaube ich das Wichtigste. Gar nicht welches Öl, aber nehmt irgendeins. Am besten eins von dem, was ich gesagt habe, dann spart euch das Ganze hin und her. Verkürzt die Intervalle, nehmt eins von dem, was ich euch vorschlage und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das war es soweit von meiner Seite und ja, wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, nochmal, zweites Ende, Jobinformation, ich möchte gerne eures, wissen, welches Öl ihr nehmt, warum ihr es nehmt, wie eure Wahl getroffen ist, am besten sagt noch, welches Auto, wo steht, wie euer Fahrprofil ist, damit die Leute, die recherchieren, das ist nämlich der Ursprung, warum ich das Ganze hier mache, ist, dass die Leute, die nicht wissen, welches Öl sie nehmen sollen, Erfahrungen austauschen, dass die Leute sagen, ah, der hat das genommen, der hat das gleiche Fahrprofil wie ich und ist damit sehr zufrieden. Dann ist er dazu verleitet, eher das zu nehmen und der andere sagt, ah, ich will mal Rennstrecke und fahre viel Autobahn und damit fährt er sehr gut. Dann sagt der andere, ah, okay, das geht in die Richtung, was Marc sagt, so, das finde ich auch ganz gut. Oder in eine ganz andere Richtung. Der rote Faden ist, orientiert sich an euch, an den Ölen, die ich euch genannt habe. Und wenn ihr persönliche Vorlieben habt, dann macht euch selber schlau. Links werde ich euch genug droppen. Wenn ihr aber das Ganze abkürzen wollt, nehmt dann Öl und seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite und wisst, dass ihr ein gutes Öl habt. Das war es jetzt von mir. Kommentiert, liked auch gerne, gebt mir einen Daumen hoch für das Ganze oder abonniert meinen Channel. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Abonnent, über jeden Kommentar und bin immer engagiert, im Austausch mit euch zu sein. Das war es von meiner Seite. Endlich jetzt und haut rein, Jungs. Peace.